Hallo und herzlich willkommen hier vor dem zentralen Hörsaalgebäude. Hier begrüßen wir heute bei der Immatrikulationsfeier die neuen Erstis, die hier frisch in Göttingen angekommen sind. Ich nehme euch jetzt mal mit nach drin und wir gucken mal, was da so alles passiert. Und diese Band wurde 2006 in einem Göttinger Hinterhof von Göttinger Studierenden aus verschiedenen Fächern gegründet. Kann man mal sehen, was aus dem Studium werden kann, nicht wahr? So eine tolle Band. Das Studium ist eine tolle Zeit, genießen Sie es. Wieso seid ihr denn überhaupt nach Göttingen gekommen? Ich wurde, ehrlich gesagt, also es war die einzige Uni, wo ich angenommen wurde. Und, aber ich habe auch schon vorher gehört, dass Göttingen voll die schöne Stadt sein soll und auch Studentenstadt sein soll. Und halt überall junge Leute sind und man jetzt eigentlich nie langweilig wird. Von daher war es eigentlich ganz gut. Genau, also in 7 Semestern ist mir auch definitiv nicht langweilig geworden hier. Du hast es ja in die Hand genommen. Du hast hier eine wunderschöne Göttingen-Tüte. Erzähl doch mal erstmal, woher du kommst und warum es dich nach Göttingen gezogen hat. Also ich komme eigentlich aus Wilhelmshaven, das ist an der Nordseeküste. War überlegen, wo man jetzt gut Physik studieren könnte. Und da habe ich meinen Lehrer gefragt und Göttingen wurde immer wieder genannt, ist halt eben noch in Niedersachsen, deswegen habe ich mich dann für Göttingen entschieden. Und würdest du die Tasche auch in deinem Heimatort tragen? Doch, auf jeden Fall, klar. Sehr cool, immer schön Werbung für Göttingen machen. Also ich finde die Uni gut. Also die positive Bewertung hat mich dazu gebracht, nach Göttingen zu gehen. Okay, und wie ist die Zeit bisher hier in Göttingen so gewesen? Findest du es cool bisher? Gute Entscheidung gewesen? Ist jetzt die beste Zeit meines Lebens. Sehr cool. Aber das wird jetzt nicht gezeigt, oder? Doch. Nein. Worauf freust du dich denn am meisten jetzt im neuen Semester? Studentenpartys, würde ich sagen. Die O-Phase war so super. Wir hatten echt gute Tutoren. Ich war echt beeindruckt und ich konnte echt viel mitnehmen, unter anderem auch, wie man das Studium organisiert und auch andere Leute kennenzulernen, weil man hat ja immer so ein bisschen ein paar Befürchtungen, keine Leute kennenzulernen, aber anscheinend waren die unbegründet. Und irgendwie sitzen wir übrigens auch im selben Boot, weil es ist auch mein erstes Semester als Vizepräsidentin. Wir können also zusammen lernen. Die Vielfalt unter Ihnen bringt uns die Vielfalt zum Forschen. Insofern wären wir jetzt gerade ein illegales Forschungsteam, wenn ich es hinkriegen würde, Sie zu managen. Aber das lasse ich jetzt. Einen Kommilitonen geschnappt und sag du doch mal, was du den Erstis für einen Tipp mitgeben möchtest. Also auf jeden Fall empfehle ich von Anfang an die Tutorien als Schwerpunkt zu wählen. Und bei den Vorlesungen muss man gucken, ob es einpasst. Das ist der erste Tipp. Zweiter Tipp, ich wohne in der Goethe-Allee 4, wo immer die geilsten Partys sind. Da könnt ihr gerne mal rumkommen, immer viele Freundinnen mitbringen. Und ansonsten an die Jungs, schön aktiv werden, Göttingen, beste Stadt. Als Vizepräsident für Finanzen und Personal, was würden Sie denn den Erstis in diesem Semester empfehlen? Ich empfehle den Erstsemestern, das kann ich ja auch gut beurteilen, weil ich selber an der Uni in Göttingen studiert habe jahrelang, empfehle ich, dass Sie einfach alles mitnehmen sollen, was Sie hier geboten bekommen an der Uni, die Partys mitnehmen sollen und die erste Zeit nutzen, um dann im Studium voll durchzustarten. Und was wäre ein Tipp für die Erstis vom Aster? Ich kann euch nur ermuntern dazu, irgendwie aktiv zu werden, denn nichts ist langweiliger, als nur in irgendwelchen Hörsälen rumzusitzen und irgendwelche Prüfungen zu machen, sondern man muss auch mal ein bisschen raus, sich mit anderen Menschen, für andere Menschen einsetzen. Genau, und da bietet die Uni ja auch richtig viele Möglichkeiten, wie wir auch heute bei der Immatrikulationsfeier hier sehen können. Dankeschön. In Göttingen zu finden, ist ja nicht ganz so einfach. Was tun Sie denn im Studentenwerk für die Neuankömmlinge, dass es nicht ganz so schwer ist, hier eine Wohnung zu finden? Naja, wir haben jetzt folgende Situation, dass wir 6.100 neu immatrikuliert haben in Göttingen. Das ist eine Rekordzahl. Wir haben jetzt mal 10 Hotelzimmer reserviert. Das sind 20 Plätze. Die sind jetzt auch alle ausgebucht. Das kostet die Studis 5 Euro. Da können Sie sich wenigstens mal dann in Ruhe auf die Bewerbung, auf die Zimmersuche vorbereiten. Das freut mich, dass Sie da auch Unterstützung leisten. Dankeschön. Bitte schön.
Wir sitzen jetzt hier bei den Campusmedien. Wie ihr seht, bin ich zum Beispiel ein Teil von Univision. Das ist unser Campus TV. Aber hier gibt es noch mehr. Wo kommt ihr denn her? Also ich bin Katha von Gehört, dem Campus Radio. Und ja, wir freuen uns über jeden, der mitmachen will. Und was ist mit dir? Servus, ich bin Alex, Börden der Augusta. Und wer Bock hat, ein bisschen schreibwürdigen Journalismus durchzuhauen, das soll am besten immer mittwochs bei uns vorbeikommen. Mit uns, den Campusmedien, ist man natürlich auf dem Campus auch als Erste super informiert. Also guckt es euch an. Und wenn ihr mal eure Eltern zu Besuch habt hier in Göttingen, dann kommt hier jetzt der Tipp für euch. Falls eure Verwandten sonntags zum Beispiel zu Besuch kommen oder ihr sonntags noch nichts vorhabt, 6 der Sammlungen haben sonntags immer von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Beim Sonntagsspaziergang könnt ihr euch dann dort informieren über die Objekte. Also ich weiß, was ich diesen Sonntag machen werde. Where are you coming from? Indonesia. Very cool. And it's your first semester here in Göttingen. Yes. Do you like it? Yeah. Yes. What do you love here in Göttingen? Most. I love the people here are very helpful for all of us as new students. I like the atmosphere, especially for living or studying or maybe for traveling also. Yeah, I really like the cities because it's like just small cities. I can reach everyone in here. I like the people, it's so warm, and also the atmosphere of the university and also the weather, I love it. I really love the city and the people here are very kind and very friendly, so I love Göttingen. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, warum alle mit diesen Tüten hier rumrennen. Was steckt denn eigentlich dahinter? Also mit diesen Taschen möchte der Göttinger Einzelhandel zusammen mit der Universität darauf aufmerksam machen, dass nicht nur beim Supermarkt an der Einkaufskasse, sondern auch beim Shoppen in der Innenstadt man sich einfach mal Gedanken machen sollte, wie viele Plastiktüten wirklich benötigt werden. So langsam leert sich jetzt das ZHG. Ich hoffe, ihr konntet schöne Eindrücke und gute Tipps mitnehmen. Und allen Erstis und auch den anderen Kommilitonen wünsche ich einen guten Studienstart in diesem Semester.